herzlich willkommen zur Heute-Show. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Und ich persönlich bin ja sehr skeptisch, wenn es um übernatürliche Phänomene geht. Aber in dieser Woche sind wir alle eindeutig Zeuge eines echten Wunders geworden, meine Damen und Herren. Seit Anbeginn der Zeit gilt die Regel, was der Staat einmal hat, das gibt er nie wieder her. Oder doch? Der Soli soll angeblich abgeschafft werden. Hurra! Hurra, der Soli stirbt, meine Damen und Herren! Ja! Dass ich das noch erleben darf. Der Soli wird abgeschafft nach gerade mal 24 Jahren. Also, abgeschafft ist jetzt übertrieben. Er wird langsam abgeschmolzen. Ab 2020 bis 2030 vielleicht. Wenn nichts Überraschendes dazwischen kommt, wie, was weiß ich, noch eine Wiedervereinigung mit dem Elsass oder so, keine Ahnung. Der Soli kommt weg. Das hat die CDU mir diese Woche versprochen. Und ich frage Sie, wann hat die CDU mich jemals belogen? Glauben Sie, dass wir im Jahr 2000 noch den Solidaritätszuschlag zahlen müssen? Das glaube ich nicht. Dann ist er weg. Ich glaube, das kann man sicher vorhersagen. Ja, das kann man todsicher vorhersagen. So sprach einst das Orakel von Oggersheim, meine Damen und Herren. Sicher, wegen vielleicht irgendwann mal Soli abschmelzen, bleibt die kalte Progression jetzt ganz sicher bestehen, was vor allem für kleine und mittlere Einkommen echt blöd ist. Aber egal. Jetzt freuen wir uns erstmal. Der Staat, der alte Knauser, hat seine Spendierhosen im Schrank gefunden. Denn es kommt noch Dollar. Wecken Sie die Kinder auf, wir werden alle reich. In diesem Jahr soll das Kindergeld um 4 Euro steigen, im kommenden um 2 weitere. Ab sofort 4 Euro mehr Kindergeld, meine Damen und Herren. Ein Wahnsinn. Ist das ein Wahnsinn? Ich sag das nochmal, weil auch die Leute im Studio es nicht fassen können. 4 Euro mehr pro Kind jeden Monat. Die Bevölkerung ist begeistert und zwar zu Recht. Wir schalten mal ganz kurz zu Dennis Knossalla nach Berlin, wo seit 3 Tagen ein endloser Autokorso am Brandenburger Tor vorbeizieht. Dennis, hört diese Party jemals wieder auf? Nein, ja. Ich sage Ihnen, die Leute hier flippen aus. Wildfremde Menschen liegen sich in den Armen. 4 Euro mehr im Monat. Mit diesem Geldregen hat wirklich keiner gerechnet. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit der ganzen Kohle machen soll, ja? Wahrscheinlich lege ich einen Teil in Aktien an, ein bisschen was in Immobiliengold. Schäuble ist die geilste Sau der Welt. Schäuble ist die geilste Sau der Welt. Ja, das ist ja keine Frage, Dennis. Aber was ich eigentlich Wolfgang Schäuble, ja, super. Nicht 1 Euro, Oliver. Nein, nicht 2 Euro. Gottverdammte 4 Euro. Ja. Es ist so eine Gänsehautstimmung in der Stadt. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber mich hat eben ein Berliner Taxifahrer freundlich gegrüßt. Ach, Quatsch. doch. Endlich kommt der Aufschwung bei den normalen Menschen an. Ich höre auf zu arbeiten, das ZDF kann mich am Arsch lecken. Rechnen Sie sich das mal aus. Auf dem Girokonto gibt es gerade 0,05% Zinsen. Da mache ich aus 4 Euro in 10 Jahren 4 Euro und 2 Cent. Da kommen noch mal satte 2 Cent on top. Bam! Mann, das wird das Studio meiner Kinder. Ja, Wahnsinn. So, und das Tolle ist, Dennis, nächstes Jahr spendiert Onkel Wolfgang ja noch mal 2 Euro Kindergeld. Das sind dann insgesamt 6 Euro mehr. Nein. Ja. 6 pro Kind? Da verschenke ich ja in jeder Sekunde, die ich hier rumstehe und mich nicht fortpflanze, bares Geld. Hey, du da, zieh dich aus. Ich mach uns reich. Ja, Bumsen. Die Glückliche, Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Dennis Knossalla schläft sich nach oben. So. Und jetzt knipse ich mal kurz meinen unsichtbaren Ironieschalter aus. Sekunde. Und frage GroKo, geht's noch? 4 Euro. Meine Fresse. Gut, wahrscheinlich war einfach nicht mehr drin, denn Wolfgang Schäuble hat ja gerade versprochen, den Etat für die Bundeswehr zu erhöhen. Ja, dafür ist Geld da.
Ne? Und für neue Kampfhubschrauber. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Kauf von 168 Hubschraubern genehmigt. Kostenpunkt schlanke 9 Milliarden Euro. Unter anderem für den tollen NH90. Er soll diese alten, maroden Helis ersetzen. Doch nach einem Gutachten dürfen die neuen vielleicht gar nicht über Nord- und Ostsee fliegen. Ach, komm. Klar kann der NH90 über Wasser fliegen. Es muss nur ein Schiff drunter sein. Ja, echt ein Schnäppchen. Gut, fliegt man halt nicht über Nord- oder Ostsee. Da ist ja eh kein Krieg, also noch nicht. Leider haben die neuen Teile, die wir uns gerade geleistet haben, aber noch ein paar andere Mängel. Probleme mit den Triebwerken zum Beispiel. Zum Beispiel, dass die Sitze zu schwach sind für Soldaten, die mit voller Montur und Gerät über 110 Kilo wiegen. Schmutzige Stiefel sollten sie auch nicht anhaben. Der Innenraum ist dafür zu empfindlich. Das wird super. Kommst du unter Beschuss zum Hubschrauber gerannt und dann sagt der Pilot, nicht mit den Schuhen. Ja. Top angelegtes Steuergeld. Meine Güte. Wirklich. Top angelegtes Steuergeld und, dürfen wir nicht vergessen, der erste große Rüstungsdeal von Ursula von der Leyen. Ja, ne? Ja, jetzt ist sie verantwortlich. Ne? Ihre Juristen haben dafür gesorgt, dass wir weniger Hubschrauber von Airbus kaufen müssen, aber dafür kosten sie jetzt pro Stück viel mehr. Das gleicht sich aus. Hä? Es gab einen Vertrag, den die alte Bundesregierung ausgehandelt hat. Das war ein schlechter Vertrag. Was wir jetzt im Ausschuss haben werden, ist ein nachverhandelter, besserer, schlechter Vertrag. Ja, ein besserer, schlechter Vertrag. Das macht so viel Sinn wie, Schatz, das war das beste Scheißessen, das du mir je gekocht hast. Mehr Geld für weniger Hubschrauber. Ja. Und jetzt wird die Bundeswehr für jahrzehntelanges Missmanagement auch noch mit einem höheren Etat belohnt. Die Bundeswehr ist doch echt die reichste und dümmste Firma Deutschlands. Aber hallo, die haben jetzt schon den siebtgrößten Wehretat der Welt. Nur anscheinend wurden die Investitionsentscheidungen leider von Schimpansen getroffen. Ja. Bei allen Rüstungsdeals kommen die Sachen viel zu spät und sind dann arschteuer. Kriegen die irgendwas gebacken in dem Laden? Wenigstens so einfache Sachen wie, ja, keine Ahnung, Möbel kaufen. So soll es werden. Hier schon alles in Buche Dekor. Dieser Traum in hellbraun wird aber erst in 10 Jahren wahr. Für Kurzfristigeres fehlt das Geld. Oh Gott. 10 Jahre. Den Buche-Dekor-Albtraum hole ich dir in 10 Minuten von Rollermöbel und baue ihn zusammen. Insgesamt trotzdem natürlich eine tolle Woche für unsere Flinten-Uschi. Sie hat so lange gejammert, bis Papa Schäuble gesagt hat, ja, du kriegst ja mehr Geld und ein Pony. Ne? Quengeln zahlt sich eben doch aus. Vor dem Verteidigungsministerium steht jetzt Ulrich von Hesen. Ulrich, ich nehme an, hinter Ihnen geht gerade eine Polonaise über den Flur, weil sie jetzt endlich aufgemöbelt wird, unsere Schrott-Bundeswehr. Quatsch, die Bundeswehr ist nicht Schrott, die ist Vintage, Sie Eumel. Nicht einfach kaputt, auf edle Weise im Arsch. Das ist was Gutes. Hier, neulich auf einem NATO-Manöver, wirklich so passiert, da hatten unsere Boxerpanzer keine Kanonenrohre. Und das war unseren Jungs so peinlich, die haben Besenstiele schwarz angepinselt und dann an den Panzer geklebt. Die Handgranaten haben sich übrigens aus Fimo geknetet. Ja, ja. Geht's weg? Ja, Ulrich, aber dann ist es doch überfällig, dass da mal mehr Geld investiert wird. Eben nicht. Wir müssen stolz sein auf unsere Schrottarmee und auf unsere Jungs. Früher standen deutsche Soldaten für verbrannte Erde, heute für Übergewicht und Laktoseintoleranz. Ist doch super. Ja, diese Woche kam eine Studie raus, die sagt, 2/3 unserer Soldaten fühlen sich im Dienst, ich zitiere, intellektuell unterfordert. Ja, 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 es kommen wahnsinnig viele Hochbegabte zum Bund. Ja. Deshalb langweilen die sich so schnell. Das sind die Besten der Besten. Eine Karriere habe ich mir schon vorgestellt, aber ich sag mal so, wenn es nicht klappt, wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich mal tschüss. Tschüss. Tschüss auch. Ja. Und mit dieser Truppe
sollen wir jetzt neuerdings wieder den Russen in Schach halten? Lächerlich. Die Bundeswehr kann nicht kämpfen. Hat noch nie irgendwo gewonnen. Ist aber irgendwie knuddelig. Die Bundeswehr ist wie Axel Schulz. Ja, aber Ulrich, Deutschland soll doch jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Welke? Deutschland muss doch keine mehr beweisen, dass es andere Länder kaputt machen kann. Wir müssen uns endlich mal die Frage stellen, um die wir uns seit 60 Jahren rumdrücken. Wofür haben wir überhaupt eine Armee? Weil die anderen auch alle eine haben? Genau! 33 Milliarden im Jahr, weil die anderen auch alle eine haben. Das Letzte, was wir noch brauchen, ist noch eine Weltpolizei. Überall, wo der Westen zuletzt interveniert hat, war es hinterher noch beschissener als vorher. Jetzt kam raus, ein Drittel der 181.207 deutschen Soldaten zweifelt an der Sinnhaftigkeit ihres Dienstes, weil es keinen gibt. Wisst ihr, jetzt sind es nur noch 181.206. Läuft. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank. So, meine Damen und Herren. Und nun ist es wirklich mal an der Zeit, Volker Bouffier zu preisen, den Ministerpräsidenten von Hessen. Das ist überfällig, sage ich Ihnen, denn dieser Mann hat aktuell nicht einen Untersuchungsausschuss an der Backe, sondern gleich zwei. Ein geiler Typ, sage ich Ihnen. Skandale pflastern seinen Weg und so wollen wir unsere Politiker. Deswegen hat die Heute-Show ihm ja schon vor Jahren einen unserer, ich darf wohl sagen, begehrtesten Preise verliehen. Wir suchen ja den letzten Mann in der CDU und ich finde, Sie sind so ein Typ, Sie sind noch ein echter Kerl und deswegen möchten wir Ihnen eigentlich Folgendes verleihen, die goldenen Eier. Herzlichen Glückwunsch. Und das nehmen Sie dann für die Comedy oder was? Nein, wir meinen das durchaus ernst. Sie sind noch ein Kerl, der... Dazu kann man dann durchaus stehen. Ja, hochverdient. Ein Ei für jeden Untersuchungsausschuss. Ja, in dem einen Untersuchungsausschuss geht es um den Atomausstieg. Da soll der Volker hier mit einem Gefälligkeitsbrief an den RWE-Konzern dafür gesorgt haben, dass die Säcke und Steuerzahler jetzt auf Schadenersatz verklagen können. Und Ausschuss Nummer zwei, zu dem kommen wir jetzt, er hat damals noch als Innenminister verhindert, dass V-Männer des Verfassungsschutzes zum Thema NSU-Morde aussagen dürfen. Ist da was dran? Zu Sachverhalten, die ich nicht kenne, kann ich mich nicht äußern. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann mir zwar jetzt nicht vorstellen, was ich sagen soll zu Sachverhalten, die ich nicht kenne. Deshalb kann ich mich dazu auch nicht äußern. Zu dem zweiten Sachverhalt, was war das zweite nochmal? Das weiß ich nicht. Herr Bouffier, warum haben die Leute einen wie Sie zum Ministerpräsidenten gewählt? Ich weiß es nicht. Ja, der NSU-Mord am türkischen Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in Kassel ist wirklich einer der rätselhaftesten aus dieser Mordserie. Der Mann wird in seinem Laden erschossen, während im Hinterzimmer ein hessischer Verfassungsschützer angeblich rein privat chattet. Jetzt stellt sich raus, die Geheimdienste wussten womöglich doch schon vor der Tat, dass da was passieren würde, von dem sie nachher behaupten müssen, nichts davon gewusst zu haben. Das belegen Telefonmitschnitte. Die Opferanwälte entdeckten sie erst jetzt, als sie die Telefongespräche selbst abhörten. Darunter ein brisanter Anruf eines Kollegen vom Verfassungsschutz nach dem Mord. Ich sage ja jedem, wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Bitte! Jungs, wenn ihr wisst, dass da Nazis einen umbringen, bitte nicht vorbeifahren. Gibt nur Papierkram. Ja? Anders kann man das eigentlich nicht interpretieren. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, in Sachen NSU-Skandal traue ich keiner deutschen Behörde mehr. Deswegen habe ich jetzt einen türkischen Ermittler eingeschaltet. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY ungelöst, meine Damen und Herren. Aktenzeichen XY ungelöst mit Serdar Somuncu. Guten Abend. Zum Fall Kassel. Während der Mord passiert, sitzt also zufällig ein Beamter vom Verfassungsschutz im Internetcafé. Andreas T.
Er will vom Mord nichts mitbekommen haben, weil er zum Tatzeitpunkt als Wildman 70 in einem Flirtchat unterwegs war. Flirtchat? Fickportal. Ah, deswegen hat er den Schuss nicht gehört. Genau. Kein Mensch kann gleichzeitig onanieren und zuhören. Richtig. Andreas T., selber von stramm rechter Gesinnung, Spitzname Klein Adolf, hat als Kind mal ein Buch namens Mein Kampf mit der Hand abgeschrieben. Und zwar mit der rechten Hand. Natürlich. Und so einen nimmt der Verfassungsschutz? Wieso? Der erfüllt doch alle Voraussetzungen. Ja. Und seine Aussage zum Mord in Kassel klingt absolut wasserdicht. Als die Täter Josgat erschießen, will er die Schüsse nicht gehört haben. Auch habe er die Leiche des 21-Jährigen hinter dem Verkaufstresen nicht gesehen, als er Geld darauf gelegt hatte. Hä? Das geht doch gar nicht. Wenn ich mich jetzt direkt neben ihn hier auf den Boden lege, dann sehen Sie mich doch. Nicht, wenn ich nicht hingucke. Ja, richtig. Andreas T. hat am Tag des Mordes 11 Minuten mit einem rechten V-Mann telefoniert. Der wiederum war nicht nur in Kassel, sondern auch bei anderen NSU-Morden in Nürnberg und München jedes Mal zufällig vor Ort. Wow, wie hat der sich denn im Verhör rausgeredet? Verhör, der war gut. Nein, nein, diesen V-Mann durfte erst mal gar keiner verhören. Dafür hat dieser Mann gesorgt. Ein gewisser Volker B., circa 1,80 groß, gelbe Haare. Sieht aus wie einer, der beim Autoscooter hinten drauf springt. War aber angeblich Innenminister. Hm. Übrigens, inzwischen durfte die Polizei zwar mit dem V-Mann reden, allerdings, und jetzt kommt's, ausdrücklich nicht über die Morde. Was? Worüber denn? Keine Ahnung, über Fußball, den neuen Til Schweiger-Film, solche Sachen eben. Hm. Liebe Zuschauer, der Verfassungsschutz bittet ausdrücklich nicht um Ihre Mithilfe bei der Aufklärung folgender weiterer NSU-Rätsel. Warum hat sich im Fall der in Heilbronn ermordeten Polizistin Kiesewetter ein entscheidender Zeuge am Tag seiner Aussage im Auto verbrannt? Rechtsextreme setzen ihm nach. Ermittler versuchen an Infos zu kommen. Florian H. ist unter Druck, psychisch angeschlagen und schließlich tot. Selbstmord aus Liebeskummer, sagen die Ermittler. Bestimmt. Ja klar. Da hat sich die Polizei natürlich gesagt, Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Und hat weder das Handy des Toten noch seinen Laptop ausgewertet. Gute Idee. Am Ende findet man da noch was. Eben. Außerdem hat die Polizei in Baden-Württemberg ganz andere Sorgen. Die muss erklären, warum der Vorgesetzte der toten Polizistin Mitglied im Ku Klux Klan war. Zusammen mit etlichen anderen Kollegen. Mehrere Polizisten im Ku Klux Klan? Ja, klar. Hier ein Foto vom letzten Betriebsausflug im Heidepark Soltau. Und? Die sind alle noch im Amt. Keiner von denen wurde entlassen. Und auch Andreas T. ist nur suspendiert. Bei vollen Bezügen. Aber all das, und jetzt kommen wir zum größten Rätsel von allen, geht der deutschen Öffentlichkeit komplett am Arsch vorbei. Die Deutschen rennen auf die Straße wegen Stromtrassen, wegen Flüchtlingen, wegen Mülltrennung, wegen Bahnhöfen. Aber wenn deutsche Beamte aktiv mithelfen, eine Mordserie zu vertuschen, dann juckt das keine Sau, Welke! Keine Sau! Wie kann das sein? Entschuldigung, ich hab gar nicht zugehört. Serda Sum und Schuh, meine Damen und Herren, vielen Dank! Aktenzeichen XY ungelöst mit Serdar Somuncu. Aktenzeichen XY ungelöst. Ach ja, unsere Geheimdienste. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich wollte als Kind auch immer Agent werden. Wirklich. Mein absoluter Traumberuf. Ich war dafür zwar eigentlich nicht rechts genug, aber ich hatte alle wichtigen Gimmicks zu Hause. Yps mit Gimmick. Diese Woche mit dem coolen Spurenvertuschkasten. Für kleine Verfassungsschützer. Spuren von rechten Netzwerken ruckzuck vertuschen. Mit unserem Fingerabdruck-Verwischpinsel. Der Augenklappe, die dich auf dem rechten Auge blind macht.
und dem Periskop, das immer nur nach links guckt. Dümmer als der Verfassungsschutz erlaubt. Und falls doch mal der Verdacht auf deiner rechten Kuppel zählt, machst du mit dem Bart-Ergänzungsset aus einem Nazi ganz schnell einen Islamisten. Yps mit Vertuschkasten. Damit löst du garantiert keinen Fall. Jetzt am Kiosk, meine Damen und Herren. So, völlig anderes Thema. Völlig anderes Thema. Heute hat der Deutsche Bundestag die Frauenquote für Aufsichtsräte beschlossen. Das ist wirklich eine grandiose Nachricht für mehrere Dutzend Frauen im Land. Damit ist die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern endlich offiziell erreicht. Sind Sie für Gleichberechtigung? Nein. Nein. Aber immerhin, er hat 3 Sekunden überlegt. Ne? Diese Quote, dieses Quötchen ist doch reine Symbolpolitik. Das eigentliche Problem sind nach wie vor die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau. Die unterschiedliche Bezahlung, denn auch im Jahr 2015 gilt, kein Penis, kein Geld, meine Damen und Herren. Ja. Ich finde es gut, dass sie so traurig guckt. Bei gleicher Tätigkeit verdienen Frauen im Schnitt in Deutschland immer noch 7% weniger als Männer. Bei exakt gleicher Tätigkeit. An dieser Schweinerei hat sich im Grundsatz bei uns seit Jahrzehnten nichts geändert. Was wir wollen, müssen wir uns selber holen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Geht für Frauen auf die Mond. Hört auf zu singen, geht jetzt mal heim. Die Wäsche macht sich nicht allein. La 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 la. Ja. Mich hätte man zum ESC schicken müssen. Ja? Hätte die Wahl nicht abgelehnt, meine Damen und Herren. Das waren gerade Bilder von 1981. Ja, da wurde schon gesungen für gleiche Arbeit und gleichen Lohn. Seitdem hat sich in Deutschland leider nicht viel verbessert. Deswegen kämpft unsere wackere Familienministerin Consuela Schwesig jetzt für mehr Transparenz bei den Gehältern. Das finden aber nicht alle gut. Es gibt unterschiedliche Leistungen und die müssen auch durch den Unternehmer unterschiedlich bewertet werden. Ein solches Gesetz schürt nur Neid und Missgunst in den Betrieben. Ja, natürlich, das bringt nur Missgunst. Klar, wenn die Mädels... Ist doch logisch. Wenn die Mädels erfahren, was wir verdienen, dann kriegen die doch eine unnötig schlechte Laune. Ja, die sind aber auch selber schuld. Viele übernehmen freiwillig diese total schlecht bezahlten Pflegeberufe. Wie doof kann man sein? Nein, nein, das große Geld bleibt bei uns Männersache. Ach hier, kennen Sie schon meinen neuen Herrenduft? Geld. For men only. Der Duft, der Frauen diskriminiert. Riecht geil. Ja. Ich bin gedoubelt worden, das war nicht mein richtiger Körper, meine Damen und Herren. So, zu allem Überfluss gibt es jetzt neue, erschreckende Zahlen von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Jeder zweite Arbeitnehmer wurde in Deutschland in der Firma schon mal sexuell belästigt. Ja, oder Zeuge einer sexuellen Belästigung. Und da fragen sich viele, wo genau fängt solche Belästigung eigentlich an? Als Belästigung gelten dabei anzügliche Bemerkungen, das Aufhängen pornografischer Bilder. Was? Wer hängt sich denn pornografische Bilder im Büro auf? Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich hatte den Herd angelassen. So. Sexuelle Belästigung ist übrigens fast immer eine Machtgeste. Das heißt, der männliche Vorgesetzte verweist das Weibchen auf seinen Platz, weiter unten auf dem Affenfelsen. Klar, oft sind es einfach nur tragisch gescheiterte Flirtversuche. Manchmal sogar live im Fernsehen. Mit Knauf zugeschaltet vom deutschen Anlegerfernsehen. Tatjana. Was denn? Ja, meine, ich mag ja diese dann doch sehr schönen, griffigen, zum Teil spitzen... Bitte? Die Tatjana hat griffige, zum Teil spitze, was? Kommentare von dir. Ah, das ist okay. Der Mick. Ich mag seine Zähne. Tatjana! Ja, meine Damen und Herren.
muss man dazu sagen. Frag mich, wo man die Zähne kaufen kann, meine Damen und Herren. Ich bin natürlich auch nicht ganz objektiv bei diesem Thema als XY-Chromosomträger. Deswegen bin ich sehr froh, heute auch eine echte Doppel-X-Chromosomträgerin begrüßen zu dürfen, nämlich die wunderbare Monika Gruber, meine Damen und Herren. Ja, hallo. Oder wie der Mann von N24 sagen würde, Monika. Ja. Monika. Bin ich schon wieder? Hast Angst gekriegt, ne? Nee, ich bin scharf geworden. Echt? Ja, du bist scharf. Die Brille. Ja. Und die Zähne. Wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, meine Damen und Herren. Monika. Das ist die Brille. Die Brille macht sexy natürlich. Monika, ja. Ich weiß, dir macht das im Moment Sorgen, wie das Frauenbild in den Medien rüberkommt, vor allem im Fernsehen. Olli. Sorgen, ich könnte den Fernseher zusammenhauen vor lauter Wut. Was wird zum Beispiel einer ganzen Generation von jungen Mädchen durch Sendungen wie Germany's Next Top-Trutschen suggeriert? Wie erklärt Heidi Klum, unser ADHS-Zombie-Export aus Hollywood, einer 15-Jährigen, worauf es im Leben wirklich ankommt, wenn sie ihr sagt, Mann, du bist hot, hot, hot. Es ist ja auch ganz wichtig, dass der 15-Jährige hot ist. Sowas nenne ich sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Oder wie Sebastian Edati sagen würde, Kunst. Hm. Ja. Wobei man, Monika, wobei man ja sagen muss, das Bild der Frau in den Medien hat sich ja zumindest tendenziell schon ein bisschen verbessert. Noch vor wenigen Jahrzehnten klang das in Deutschland im Fernsehen ja so. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ja, und natürlich. Wofür klatschen Sie denn jetzt? Für die gute alte Zeit. Für die gute alte Zeit. Und sie hatte natürlich eine dritte Lebensfrage. Warum lasse ich mich eigentlich nicht scheiden, ich blöde Kuh? Aber ganz ehrlich, ja, da dürfen Sie klatschen. Aber ich finde, so viel hat sich eigentlich gar nicht geändert. Schau mal, über welchen Film reden zum Beispiel gerade alle? 50 Shades of Grey, ja. Der Hausfrauenhöschenbefeuchter Nummer 1. Was liefert dieser Dreck für ein Bild von der Sexualität der modernen Frau ab, bitteschön? Dieser Krampf rechtfertigt doch nur, dass alle Männer jetzt ihre Frauen durchs Wohnzimmer watschen. Ha? Weil dem Luder gefällt's ja eh. Und von wegen, haha, skandalös, Olli, skandalös. Ein älterer Typ, der ein junges Mädel ans Bett fesselt und mit Kerzenwachs übergießt. Du, ich wohne neben einem Seniorenheim, da passiert das täglich. Halt umgekehrt. Wirklich. Ja. Es ist. Ich erinnere mich daran auch aus meinem Zivildienst, absolut. Aber trotzdem, irgendwas läuft ja heute offensichtlich nicht normal. Und zwar in der frühkindlichen Prägung von Jungs und Mädchen. Was läuft da schief? Das ist gut, dass du das sagst. Denn laut dem gestern in London veröffentlichten OECD-Bildungsreport schätzen Buben ihre Fähigkeiten zum Beispiel in Mathe höher ein als Mädchen, obwohl sie de facto nicht klüger sind. Das heißt, Buben sind nicht intelligenter, sondern nur selbstbewusster. Man nennt es auch das Horst-Seehofer-Syndrom. Ja. Ja. Wir Frauen lassen uns verrückt machen, Olli, von einem völligen weiblichen Zerrbild in den Medien. Eine Frau zum Beispiel steht morgens auf und vergleicht sich mit einem Supermodel. Ein Mann würde das nie machen. Ein Mann steht in der Früh auf, kratzt sich am Sack, schaut sich im Spiegel seine Bierwampen an und sagt, passt eh. Ja. 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 Passt ja auch. Ne? Ich hab das Gefühl, die immer noch vorhandenen Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, ich sag's nochmal, 7% bei gleicher Tätigkeit, regen die meisten Deutschen deutlich weniger auf als der Kampfbegriff Gender Mainstreaming. Siehst du das auch so? Leider ja. Viele Deutsche fühlen sich gegängelt von so einer Art Gender-Sprachpolizei. Die haben halt Angst, dass Frauen irgendwann nicht mehr Frauen heißen dürfen, sondern politisch korrekt Menschen mit Menstruationshintergrund. Ja, kann man sich jetzt drüber aufregen, wenn man sonst keine Probleme hat. Aber vor sowas hat halt der deutsche Spießer Angst, statt einmal die richtigen Probleme anzusprechen. Zum Beispiel das reaktionäre Frauenbild in der Werbung. Du kannst
alles schaffen, was du willst, während es suggeriert. Du kannst ein DAX-Unternehmen leiten, mit Yoga die Erleuchtung finden, gleichzeitig 80 Kinder großziehen wie Uschi von der Leyen und die gesamtdeutsche Wurfmaschine, das perfekte Dinner herlichtern und laufen, wenn du nur den richtigen Pausensnack mit viel frischer Milch daheim hast. Logisch, ja, mit dem richtigen Haarspray und dem richtigen Kloreiniger kommt Frau ganz nach oben. Du, ich habe nur meinen publiken Job, ich habe keine Familie, keine Kinder und ich bin froh, dass ich es meistens schaffe, auszusehen in der Früh wie ich selber und nicht wie jemand, auf dem die ganze Nacht ein großer Hund gesessen hat. Ja. Ja, gut, jetzt müssen wir abschließend sagen, vieles, was zwischen Mann und Frau möglicherweise schiefläuft, sind ja auch einfach Missverständnisse. Ich habe in dieser Studie zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die diese Woche rausgekommen ist, wie gesagt, einen Satz gelesen, fand ich großartig, und das ist kein Spaß. 13% der für die Studie befragten Männer, 13% der Männer wussten nicht, dass der Satz "Komm, setz dich auf meinen Schoß" schon als sexuelle Belästigung gilt. Ja, Olli, so ein Satz kann ja alles Mögliche bedeuten. Vielleicht war gerade ein Stuhl zu wenig da. Na, man darf da nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Viele Männer haben auch schlicht Probleme beim Artikulieren. Sie können sich nicht ausdrücken. Vielleicht wollte er sagen, Entschuldigung, wo ist denn hier das Kopierpapier? Und sagt aber dann, los, zirk die aus, du Schlampen, mir ist gerade Fahrt. Also, ja, das ist nicht sexistisch gemeint. Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe 14 Jahre meines Lebens nebenbei gekellnert. Da waren an manchen Abenden mehr Handy als mir dann, als ein Vettels Ferrari beim Boxenstopp. Wie romantisch. Monika Gruber, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, man merkt, es ist ein emotionales Ding. Bezahlung von Männern und Frauen, sexuelle Belästigung bei der Arbeit, Gender Mainstreaming, das sind nämlich die Sachen, die die Deutschen wirklich bewegen. Und ideale Themen für unseren mobilen Heute-Show-Stammtisch mit Ralf Kabelka. "17% der Frauen werden am Arbeitsplatz sexuell belästigt. 100%. 17%? Ja. 17%. Ja, da sind noch einmal 30%, die nichts gesagt haben, ja, damit sie nicht rausfliegen. Ja. Wenn Sie jetzt sich zurückerinnern an die 50er und 60er Jahre, war da so ein Klaps auf den Po vom Chef, war das normal? Vielleicht im freundschaftlichen Sinne, aber nicht im Sinne sexueller Belästigung. Das habe ich also nicht erlebt. Ja. Warum ist das so? Man ist wie ein Wolf, ich würde sagen. Also er ist über 40, 50, er ist gefrustet und dann kommt es dazu, dass er sexuell, ja, übergriffig ist. Ist überbremsbar. Dann ist er unbremsbar, dann ist er ein Mann wie ein Tier. Wie ein Tier. 7% der Männer, die, ja, sexuell belästigt werden. Können, ach, Sie sich das vorstellen? Ach, also das ist mir ganz neu. Ja, das hat es damals nicht gegeben. Was sind das für Männer? Unter Heteros. Unter Heteros. Das ist aber schön, dann fange ich da auch an. Familienministerin Schwesig, die hat jetzt gesagt, die Gehälter sollten offengelegt werden, weil es gibt immer noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was sie verdienen. Ach so, ja. Ne? Und das, deswegen sagt ja, sie... Ja, das Auto leidet, ja. Gehälter offenlegen in einem Betrieb, wo meinetwegen 20 Mann arbeiten? Ja. Ne. Warum nicht? Nein. Das bringt nur Unruhe. Generell die Gender-Thematik, also zu sagen, es gibt neben Männern und Frauen, gibt es ja noch viel, viel mehr Geschlechter, so gesehen. Ne? Und da hat man bei Facebook die Möglichkeit, unter 60 verschiedenen Orientierungen sich einzutragen. Also wenn, ja, ich jetzt bei Ihnen den Test machen würde, sind Sie androgyn? Nein. Als Hermaphrodit haben Sie sich auch nie gesehen? Nein. Auch nicht in der Jugend oder so, das Nein, war ein Thema nicht für Sie. Ja? Ich bin voll lesbisch, ich stehe nur auf Frauen. Pan-Gender gibt es ja auch noch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Musst du Facebook fragen. Ja. Also auch bei Toiletten, da sagt man eine für Männer, eine für Frauen und eine für die sich nicht für entscheiden. Für Behinderte, das könnte ich mir vorstellen. War ja auch in der Diskussion, dass eben auf der dritten Toilette dann eben auch ein Wickeltisch ist, ja, dass der Hermaphrodit auch dann das Kind wickeln kann. Ja. Ja, das, ja, ist ja auch vernünftig. Ja. Ja. Okay. Oder bist du Transmann? Ich bin der Franz. Ach, du bist der Franzmann. Du bist der Franzmann, nicht der Transmann. Der Franz. Ja. Wenn du Deutsch redest, naja, dann sind ja wieder Facebook fragt sowas ab. Ne? Bist du männlich transsexuell zum Beispiel? Das gibt's auch als Auswahlmöglichkeit. Nö. Nee. Ich brauche ab und zu was zu ficken und dann ist die Welt in Ordnung. Alles klar, das sage ich mal so ein. Ich bin ganz natürlich. Okay, alles mein klar. Gott, ja, dann nimm dir auch einfach eine Brezel. Ey, super. Ja. Von euch. Danke. Ralf Kabelka, meine Damen und Herren.
mit einer absolut repräsentativen Umfrage. So. Und zum Schluss noch ein Fall von wirklich sehr unglücklicher Kameraführung im Deutschen Bundestag. Eine Bilanz nach so kurzer Zeit bei einem Gesetz ist ungefähr so, wie wenn man heiratet und am Tag nach der Hochzeit sich überlegt, ob man sich wieder scheiden lässt. In der Regel hat man vorher überlegt, ob man heiratet und nicht hinterher. Ich finde, die sahen sehr glücklich aus. Das war die Heute Show. Jetzt kommt Vier sind Erfolg. Vier sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.